Auf der Agritechnica 2013 lenkte der Stand der Firma Fredo aus dem niederländischen Dodewaard viele Blicke auf sich. Anlass der geballten Aufmerksamkeit war der Prototyp des Gülle-Selbstfahrers VT55183. Eine Nullserie der neuartigen zwei- und dreiachsig angebotenen Maschine ist auf den Feldern unterwegs, die Serienfertigung inzwischen angelaufen. Für den Antrieb sorgt ein V8-Motor von Deutz mit 15,9 Litern Hubraum und 600 PS. Die stufenlose Kraftübertragung mit Leistungsverzweigung entstammt der hauseigenen Entwicklung und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 32 Kubikmeter. Für die Einarbeitung auf 7 Metern Breite sorgt die Kurzscheibenegge Kompaktdisk 700L des in Strahlendorf bei Schwerin ansässigen Herstellers Bauvesta. Das Zubringergespann besteht aus einem 241 PS starken New Holland T7050 der Baujahre 2007 bis 2011.